Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Hab ich. Ach, guck mal, da sind noch mehr Sachen. Nee, überall sind Sachen. Ich drehe fast am Rad. Das ist auch noch das Fayum vor allen Dingen, ne? Ach, aber 37. Und 39, naja. Da habe ich auch alles erledigt. Ja, schön. Okay, dann muss ich nur noch nachher da hoch und das da machen. Nee, das ist 40, okay. Was ist eigentlich das da für eine Nebenquest? Ist das die eigentlich? Ah, 31, die kann ich machen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal der Rebellenallianz hinterher. Was ist da hinten? Machen wir mal eben die Schnellreise dahin. Dann mache ich die Quest mit den, die Nebenquest für die 31. Ja, und dann kümmere ich mich um das Krokodil, ne? Ich laufe hier nur vorbei, ja? Achso. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ach, da liegt er doch. Er wird bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodorus. War das nicht schlau von mir? Ey, komm, bitte. Ey, das war so schlau von mir. Auch ein Gaul. Na. Oh. Hoffentlich kann er sie auch festhalten. Eigentlich wäre es praktischer, wenn er sowieso nicht ganz bei sich ist, sich hinter ihm zu setzen. Und dann zu reiten. Hört sich jetzt zwar ein bisschen pervers an, aber ist wirklich die beste Art. Sonst fällt er ja noch unterwegs runter. Das ist ja kacke. Schlangen auf dem Weg. Oh. Ja. Wir reiten mal den komplizierteren Weg. Das sieht sehr gut aus. Hoffentlich erkennen die uns nicht. Bewegung! Los! Das sah jetzt nicht so aus. Weg da, Alte. Ich hab gesagt, weg da. Verdammt! Die entsendeten Kundschafter. Theodorus! Der Ratus hat das Lager verlassen. Er ist fort. Bring den Schreiber her. Wir kümmern uns dann um den Rest. Das ist er! Gut gemacht. Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknupayo in Position. Begib dich zu ihnen und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Wohin soll ich? Wow. Ein Schreiber, der sich gut in Karanis auskennt. Ratos, wo ist er? Dieser Name ist mir unbekannt. Verkauf uns nicht für dumm. Bitte, hört auf. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll.
Dann rede! Wir brechen deine Finger! Nein. Die Handgelenke! Nein, nicht. Wo ist der Erthos? Was stimmt nicht mit dir? Rede! Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Ach, da! Ich brauche einen Gaul. Habt ihr übrigens gesehen, es gibt jetzt in dem Shop, gab es ja vorher schon das Einhorn zu kaufen, ne? Und jetzt gibt es sogar ein Kamel zu kaufen, das weiß ist und so, so oben so Regenbogenfarben drauf hat und ein Horn. Und dann steht dann als Beschreibung drin, wenn eine Einhornmami und ein Kamelpapi sich sehr lieb haben. Oder hatten. Das ist so, das gehört so gar nicht dahin, ne? Oh. Übrigens, ich hab noch elende Missgeburt, was soll das werden? Produziert's. Seid ihr Theodoros Männer? Ja. Und wer bist du? Das ist der Sivana. Er hat mich geschickt. Er kommt bald mit neuen Instruktionen. Gut, die Soldaten sind erschöpft. Aber es wird schon sehr bald Verstärkung eintreffen. Komm! Theodoros! Schärft die Klingen und spitzt eure Pfeile! Deratos trifft vor Sonnenaufgang im Lager ein! Du begleitest mich! Aber vergiss nicht, er gehört mir! Okay. Was für ein Spiel spielst du hier? Es geht dir mehr um ihn als um den Krieg. Mein Vater baute im Fayum Feigen an. Die besten. Deratos erhob Steuern. Für Ägypter führt kein Weg an Steuern vorbei. In einem Jahr war die Ernte verdorben, sodass mein Vater Schwierigkeiten hatte, sie zu zahlen. Deratos hielt ihn für einen Betrüger und biss in eine Feige, um es zu beweisen. Er hatte den Mund voller Würmer. Seine Männer lachten. Aber Deratos rastete aus. Ich sah zu, wie mein Vater am eigenen Feigenbaum gehängt und zum Festmahl für alle Tiere der Region wurde. Deratos verkörpert das Unrecht. Wegen ihm bin ich, was ich bin. Ich brauche dich, Bajek. Priere! Dafür haben uns die Götter zusammengeführt. Damit die Gerechtigkeit obsiegt! Ich muss hier gleich unbedingt die Heizung ausmachen. Ich werde hier langsam gekocht. Für Ägypten! Für deinen Vater, Theodoros! Deratos wird sterben! Lasst keinen überleben! Oh, das wäre mein Pferd gewesen. Moment, das muss ich haben. Attacke! Toll, dafür sind wir geritten. Elende Missgeburt, was soll das werden? Attacke. Wir werden uns befreien von diesen. Boah, warum muss ich den denn nehmen? Ja. Oh. Heute entkommst du nicht, Deratos. Stell dich mir. Der hier kennt sogar meinen Namen. Gut. Ich zerschmettere deinen Schädel. Das arme Pferd. Du erinnerst dich nicht, oder? Das wirst du. Das Pferd brennt. Ich hab schon zu lange gewartet. Oh mein Gott, das Pferd brennt. Oh mein Gott, das Pferd. Oh Gott. Reiß dir die Eingeweide raus. Alarm! Alarm! Ich treffe ihn. Holt ihn da runter. Ich kann ihn. So wirst du mir nicht kommen. Feuer. Er gehört mir. Ja, wo, was?
Stirb endlich! Oh, wow, 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 wow. Das war's! Stirb! Scheiße. Ich muss fliehen. Oh nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Oh ne, den krieg ich nicht kaputt, ey. Den krieg ich nicht kaputt, 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 den krieg ich nicht kaputt. Oh nein, 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 nein. Boah. Triff den Stolz der Phylakes! Stirb, ptolemäisches Schwein! Scheiße! Ach, der Typ, der geht gar nicht, ey. Kann mal bitte einer was machen? Der tötet die hier gleich alle. Was treibt diese Irre? Den mache ich da noch platt. Politik? Habe ich das nicht geschafft? Bevor das Leib und der Los und seinen Männern. Ja, habe ich doch. Ach, ich mache jetzt, dass ich sterbe. Gennadios freut sich auf deinen Kopf. Gnade ist der Tod! Komm, koste ihn! Wow, 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 wow! Boah, mir ist ganz heiß, ey. Stolz der Phylakes! Bitte, 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 bitte! Stirb, ptolemäisches Schwein! Ja, ja, ich bin jetzt, ist gleich Ende. Hallo? Wo will er denn jetzt hin? Reis Gnade ist der Tod! Komm! Ah, ich krieg ihn gleich. Gennadios freut sich auf deinen Kopf. Ja, 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 tot. Ich hatte gedacht, ich schaff das noch. Ich hab's nicht geschafft. Ich muss dafür sorgen, dass das Lager keine Verstärkung ruft. Weil das Lager Verstärkung ruft, kommt dieser Polizist und ja, will mich haben. Ne?
Wo sind die denn? Ach, da kommen sie. Gib den Weg frei! Für Ägypten! Für dein Vater, Theodorus! Der Ratos wird sterben! So, der mit dem Lagerfeuer ist erstmal tot. Ptolemäisches Schwein! Ich gehe erstmal weiter rein. Ich kann ihn treffen! Ich sammle die Truppen! Du machst erstmal gar nichts hier. Hey, weg mit dem Vogel! So. Kann ich hier irgendwie das Feuer? Nee. Ich ruf die Truppen! Kannst du ja versuchen. Ich versuche hier alles dran zu setzen, dass du nicht die Truppen rufst. Nein, 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 nein. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Die Einfall darauf. Nein. Was? Nein. Du Miststück, du. Hey, was? Stirb, du Wurm! Boah. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Wer schießt hier? Alarm! Jetzt. Hier drüben! Wer kommt da wo? Da ist auch ein Tier! Hey! Tod den Ptolemäern! Befreien wir den doch mal. Okay. Na, mach Haya. Und kämpfe. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Das war's! Stirb! Nein! Ich muss hier raus! Nein! Scheiße! Ist der irre? Nein! Scheiße, ich muss abhauen. Löwe, krieg dich wieder ein hier. Ich muss abhauen. Oh. Verdammt. Woher? Hey, was? So, da hinten ist noch einer. Ich glaube, der Philakis ist schon weg, oder? Oh oh. Der Löwe ist sicherlich schon tot. So, den haben wir. Der Philakis ist immer noch da. Ich hab das Ziel in Sicht. Wir sind jetzt hier. Wo ist das Problem? Bin in Reichweite. Jawohl. Hat doch geklappt, ey.
Oh. Jetzt erinnerst du dich, hm? Möge dein Ka ewig von deinem Körper getrennt sein. Oh, der will ihn doch nicht lebendig anzünden. Doch will er. Ja, jedem das Seine. Ja, oh, ah, ja. Ehre sei Theodoros! Das tut weh. Geratos ist gefallen. Endlich! Der Ka meines Vaters findet Frieden. Weiter! Ein langer Weg liegt vor uns. Okay. Karte. Upsala. So, habe ich da alles gemacht? Dann will ich jetzt hier rüber switchen. Genau hier. Und ich mache hier die Schnellreise. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie übrigens dieses Rätsel mit der Sonnenuhr funktioniert. Deswegen werde ich mich da jetzt auch immer noch nicht drum kümmern. Aber ich denke, da werden wir noch Zeit für haben. Google hat gerade schon für mich geantwortet. So. Na dann mal los. Ja. Wow. Ich glaube, hier ist auch irgendwie ein Polizist. Wow. Handy hat sich gerade selbstständig gemacht. Was teilweise auch so grün hier ist manchmal, ne? Ja. Oh. Ich sollte nicht in der Nähe kommen. Reihe! Decision gerecht! Wow. Das ist ja jetzt hier kein Problem soweit. Hier drunter, hier durch, den dadurch. Du bist selbst schuld. Du hast Opium vor uns versteckt. Was dachtest du, was der Kommandant tun würde? Meine Herren. Genug. Gut, ihr könnt weitermachen, aber wir behalten das Mädchen. Irgendwelche weiteren Probleme und sie verschwindet. Bitte? Brauchst du Hilfe? Ein Magi. Ich bin Merit Ma'at, das Oberhaupt des Dorfes. Ach, mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Mittelsmänner für Ptolemäus' Soldaten. Ich habe eine Abmachung mit ihrem Kommandanten. Opium und Honig für den Schutz des Dorfes. Er ist derjenige, um den wir uns sorgen müssen. Tch. Haben Sie eine Geisel genommen? Ha. Genau wie die Magi von früher. Wenn du ein Held sein willst, sie haben sie ins nahegelegene Militärlager gebracht. Wenn sie noch lebt, findest du sie da. Ich komme bald mit ihr zurück, Merit Ma'at. Dann kannst du entscheiden, ob ich ein Held bin. Pferd? Da. Wow. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil dieser Polizist ist nicht sehr weit von mir entfernt. Und der ist einfach, der ist zu stark. Das ist ja... Gib den Weg frei! Ja, du bist doch jetzt wieder in meinen Weg geritten. Ich denke mal, ich kann da jetzt nicht einfach so durchgehen und alle töten, oder? Oh.
Nö, Sperrgebiet. Hä? Du bist doch nicht mein Pferd. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, was? Du hast mich nicht gesehen. Was? Das ist das entführte Mädchen. Sie ist betäubt, aber atmet noch. Ich bringe sie hier raus. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, mach keinen Alarm. Ich sammle die Truppen. Oh Gott, ich bin im Arsch. Komm, ich renne einfach mal hier weg mit dir. Wir machen das schon irgendwie. Achtung, festhalten. Verdammt, wir müssen aufholen. Und los. Oh Gott, der Philakis kommt. Ich muss weg. Dem Weg! Wow. Da. Hanichiru. Oh, jetzt soll ich das Pferd. Nein, 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 Pferd, lauf gerade hier. Ich wollte dir nichts wehtun. Ach, mein Gott. Geht es dir gut? Du wurdest betäubt. Ja, danke. Ich... Götter, der Kommandant wollte mich auf das nächste Opiumschiff setzen. Mich irgendwo hinschicken, weit weg. Der Kommandant? Weißt du, wo er ist? Ich glaube, er hat sein Lager auf einem Schiff verlassen. Mehr weiß ich leider nicht. Es tut mir leid. Alles klar. Geh du jetzt zu Merit Maat. Und lass dich von keinem Soldaten sehen. Ich sollte auch zu Merit Maat zurück. Ich muss mit ihr über den Kommandanten sprechen. Okay, wo ist die Alte? Anstatt sie jetzt zusammen dahin gehen, ne? Ach, ich versteh's nicht. Bewegung, los! Gebt den Weg frei! Ist zu Hause? Medjay, du hast das Mädchen befreit? Der Kommandant war nicht im Lager. Aber das ändert auch nichts. Sag mir, was du weißt. Mit den Soldaten und den Mittelsmännern komme ich klar. Aber der Kommandant, er ist heimtückisch. Ein Mörder. Ich wage es nicht, mich ihm zu stellen. Vor Jahren hat er schon mal eine Geisel genommen. Meine eigene Tochter. Damals hat uns kein Medjay gerettet. Er hat sie getötet, um uns gefügig zu halten. Um des Dorfes willen habe ich nichts getan. Ich habe eine Idee, wie wir ihn kriegen könnten. Die Opiumladung fährt den Fluss entlang. Ich folge ihr, finde ihn und beende eure Abmachung. Dann möge Horus deine Klinge leiten, Medjay. Versenke sie tief. Sei nicht gütig. Der Kommandant ist so verbrecherisch wie Set. Wie ist das zustande gekommen? Wir handeln mit Honig und Opium. Güter, die die Armee nicht ignorieren konnte. Zuerst haben sie versucht, das Dorf einzunehmen. Einige unserer Männer haben sich gewehrt. Sie wurden als Rebellen und Verräter verfolgt. Die nicht getötet wurden, flohen in den Norden. Ironischerweise schlossen sie sich den Rebellen an. Wir schicken Opium und Geld, so oft es geht. Der Kommandant. Ich würde ja noch gerne weiterhören, aber ich habe noch 4 Punkte, die ich jetzt langsam mal loswerden will. Ich will so einen Streitwagen fahren können. Das ist cool. Seher, Meisterseher.
Erweiterte Combo. Entführen, das brauchen wir nicht. Ultra-Höchstleistung. Höchstleistungskombo. Dant wurde misstrauisch. Also nahm er noch eine Geisel. Hättest du sie nicht gerettet, wäre sie nun auch tot, denke ich. Ich kümmere mich um diesen Mörder. Ich verspreche es. Nein, gib mal Gas und hoffen wir, dass wir mal den Bullen nicht finden. Oh. Das war ich aber nicht, oder? Wow. Oh, oh. Oh, ist aber echt weit weg, ey. Komm ich denn da hin? Wow. Könnte ich außen rum reiten? Nee. Ich könnte überhaupt nicht außen rum reiten. Ich muss schwimmen. Oh. Dass das Pferd nicht mit mir rüberschwimmen will, ey. Ich finde das so scheiße. Ich schwimme da jetzt einfach hin. Ist zwar ein bisschen sehr gefährlich gerade hier mit den ganzen Krokodilen, aber naja, wird schon. Und mich hat auch schon eins entdeckt. Oh. Ich mach das jetzt einfach mal so. Oh. Toll, die auch einfach nur warten brauchen, ey. Warum toleriert ihr? Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, toll. Ja, wir sollten noch ein paar ihrer Kinder entführen. Dann wird's. Was ist geschehen? Hey! Ich töte dich! Ich spreng dich um! Welcher Konflikt? Ach so. Ein süßer Duft. Ein Ladungsverzeichnis. Das Schiff lädt in Memphis ab. Dort finde ich den Kommandanten. Das ist jetzt aber ziemlich weit, ne? Aber da waren wir ja schon einmal. Schon einmal, schon einmal. Okay, meine Lieben, aber ich muss mich sowieso verabschieden und ich sage jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.